Moin Moin Leute, hier ist Janis hier und willkommen zu einem neuen Video, und zwar geht es diesmal wieder um die Loot Crate. Für alle, die es nicht wissen, Loot Crate ist ein Service, der einmal im Monat zu euch nach Hause kommt. Es gibt viele Variationen von der Loot Crate, zum Beispiel, falls ihr auf Anime steht, gibt es die Loot Crate Anime, es gibt Loot Crate Gaming, ich habe aber die ganz normale Loot Crate, die kostet 25 Euro im Monat. Link ist in der Beschreibung, wie immer. Wenn ihr euch darüber anmeldet, bekomme ich auch auf meine nächste Loot Crate sozusagen den Rabatt. Also, wie gesagt, wäre nett, wenn ihr das machen könntet. Aber wir kommen jetzt erstmal zum Unboxing. Also, das ist die ganz normale Loot Crate. Ganz normales Geek-Thema, Geeks und, wie heißt es? Geek-Gear, sag ich jetzt mal so. Also, Comics, Sendung, ne? Game of Thrones gab es hier schon drin. Also, es gab sehr, sehr vieles hier drin. Diesen Monat ist das Thema Dead. The Walking Dead und Deadpool wird hier drin vertreten sein. Aber ich würde sagen, wir wechseln jetzt erstmal zu der anderen Perspektive. Und zwar, wo wir uns die Sachen genauer angucken können. Also. So, und schon sind wir in der Nahaufnahme dieser Loot Crate. Und ich bin mal gespannt, was da drin ist. Meine Loot Crate ist leider beim Zoll hängen geblieben. Deshalb musste ich die dort abholen. Aber naja, deshalb haben wir diesen netten Aufkleber daran. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall weiß ich ja, dass sich diese Boxen immer in eine bestimmt oder ein Diorama eigentlich ausfalten lassen. Deshalb gucke ich mal nachher, ob ich das hinbekomme und euch das Ganze nochmal zeigen kann. Ja, ich würde sagen, wir gucken da jetzt gleich erstmal rein. Und, oh, ich sehe schon sehr viel Deadpool-Sachen. Ich sehe ein T-Shirt, eine Figur. Walking Dead ist auf jeden Fall auch drin, aber gucken wir uns erstmal die Figur an, würde ich sagen. Ich packe das mal eben hier hinten beiseite. So, also die Figur von Deadpool sieht auf jeden Fall mega nice aus. Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Ich kann ihn definitiv empfehlen. Ich habe so viel gelacht wie schon lange nicht mehr, weil ihr es bemerkt, ich habe einen Pflaster am Finger. Ist aber nicht wirklich groß was Schlimmes. Passiert. So, meine Güte, jetzt geh bitte auf. Dankeschön. Einfach, damit ich diese Figur zeigen kann. Sehr gut verpackt. Das ist schon mal ein Pluspunkt für alle, die das in der Box behalten wollen. Und die ist auch relativ groß, die Figur. Hier ist ein Aufkleber dran an der Seite. Und dann gucken wir sie uns mal genauer an, die Figur. Einmal, ups. So, das Plastik nicht verlieren. Falls man es irgendwann nochmal eine Packung reintun kann. Deadpool sieht relativ nice aus, was auch immer da hinten dran hängt. Da sage ich jetzt mal nicht so weiter zu. Das könnt ihr euch selber denken. Aber eine sehr, sehr nette Figur. Und sehr, sehr hochwertig. Ich denke, die wird auch so sonst allein schon um die 15, 20 Euro kosten. Jetzt kenne ich natürlich die Firma nicht. Die ist QFIC, heißt die Firma. Ich weiß nicht, ob es irgendwo eine Unterkategorie für ist, wie gesagt, von Funko oder so. Auf jeden Fall sieht sehr, sehr nice aus. Die lasse ich hier mal eben stehen. Wie gesagt, die gucken ein bisschen von oben rum. Und dann gucken wir uns mal das T-Shirt an. Ich bin ja nicht der Kleinste, deshalb haben wir ein etwas größeres T-Shirt hier. Und ja, was haben wir denn hier? Erstmal ausfalten hier, damit wir auch das ganze Muster sehen können. So wie es aussieht, ist das hier wirklich Deadpool auch drauf. Habe ich mir schon gedacht von den Farben. Auf jeden Fall ist das Deadpool, der verkehrt rumhängt, meine Güte. Jetzt verhedder dich doch nicht in der Box. Vielleicht mache ich hier ein bisschen mehr Platz. Einfach, damit wir das sehen können. Also, das ist auf jeden Fall Deadpool, wie er von der Decke hängt. So, komm, ein bisschen gerader, dankeschön. Damit wir es auch ins Bild bekommen. Deadpool, wie er von der Decke hängt. Und wenn wir uns das T-Shirt dann mal ein bisschen weiter angucken, dann sehen wir, dass er Tacos sagt. Warum Tacos? Ich weiß nicht. Normalerweise redet er viel mehr von Chimichangas, aber das ist eigentlich eher nebensächlich. Das ist auf jeden Fall das T-Shirt der Loot Crate. Ab jetzt ist es so, jede Loot Crate kommt mit einem T-Shirt. Also jeden Monat bekommt ihr ein T-Shirt. Größe könnt ihr einfach bei der Anmeldung wählen. Deshalb, da ist eigentlich alles vorhanden. Dann haben wir einmal einen Pin, so wie es aussieht. Der Loot Crate Pin für diesen Monat ist eine tote Loot Crate. Okay, das ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Sieht auf jeden Fall cool aus. Besser als die letzten Pins, die waren alle relativ, ja, fade, wirklich, würde ich sagen. Und die sind halt wirklich aus Blei höchstwahrscheinlich gemacht oder so. Ja, auf jeden Fall sieht das sehr nice aus. So ein Pin würde ich mir auch zum Beispiel an der Cap oder am Rucksack anmachen.
wenn ich sowas hätte. Nein, auf jeden Fall, weiter geht's. Oh, da haben wir das erste The Walking Dead Item. Und ich sehe gerade, die Kameraerkennung nimmt den Zombie auch als Mensch da. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Ja, The Walking Dead Figur zum Zusammenbauen. Mal gucken, wie ich das Ganze hinbekomme. In der Vergangenheit hatte ich schon so meine Probleme mit so kleinteiligen Figuren. Übrigens nett 10 plus, ja, passt zur Sendung definitiv. Und ich, so wie ich das sehe, hat das hier keine Lasche zum Ausreißen. Zum Aufreißen meine ich natürlich. Nicht zum Aufreißen, sondern zum Aufreißen. Ich verstehe schon. Den Witz muss ich nicht zweimal machen. Und, wie gesagt, zu der Figur kommen wir gleich. Ich hole mal gleich eben eine Schere. Und zu guter Letzt haben wir Seife am Faden. Was? What? Was ist das denn? Meine Damen und Herren, was ist das denn? Soap on a Rope. Seife als Ohrenform in der... von der Kette von... Jetzt weiß ich seinen Namen nicht mehr. Daryl, ich weiß nicht mehr. Wie gesagt, ist eine Weile her und ich habe auch nur die ersten 2, 3 Staffeln geguckt von The Walking Dead. Also, sorry dafür, aber auf jeden Fall eine Ohrenkette, was Seife ist. Die Ohren sind aus Seife und ja. Seife am Faden, was kann man dazu mehr sagen? Definitiv ein sehr, sehr gutes Item. Und wie immer zum Schluss haben wir noch in der Box das Magazin für diesen Monat. Und da ist alles nochmal drinne. Die Deadpool-Figuren gab es auch noch mit einer weißen Variante. Die war exklusiv zu der Loot Crate, soweit ich das verstanden habe. Die rote Figur kann man sich, glaube ich, auch so kaufen. Dann einmal... Okay, ein paar Informationen. iZombie. Oh mein Gott. Deadpools Delicious Tacos. Ein Taco-Rezept. Hier, für alle, die das mal zu Hause nachmachen wollen. Hier sind die Zutaten. Und hier sind die Schritte. Solange das gut fokust, solltet ihr das eigentlich hinbekommen, das da rauszulesen, hoffentlich. Ja, sehr gut, das macht auf jeden Fall die Box noch etwas geiler, dieses Taco-Rezept. Ja, also wie gesagt, ich bin relativ zufrieden. Ich bin sehr zufrieden, allein schon wegen dieser Deadpool-Figur, weil die Deadpool-Figur hat es für mich so ein bisschen rausgeholt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, die sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus und das ist auch wirklich sowas, was man sich hinstellen kann, was man sich am PC hinstellen kann oder auf einem Kommode oder auf einem Schrank, also was sich auch schön ansehen lässt. Zu der Walking Dead Figur cutte ich jetzt gleich, also bis gleich. Das Ganze ist aufgeschnitten und ja, ich habe noch nicht reingeguckt. Ja, also legt euch definitiv eine Schere beiseite, falls ihr diese Loot Crate bestellt habt. Und wer ist das? Das sieht aus wie der Zombie, von was ich in der Tüte erkennen kann. Ja, eine kleine Nahannahme, das ist eine Aufnahme, das ist definitiv der Zombie. Ich werde das jetzt zusammensetzen, weil es höchstwahrscheinlich, ja, sonst ein paar Stunden dauern wird. Und ich zeige das euch dann gleich in der Nahaufnahme. Also sag ich wieder, bis gleich. Ich baue diesen Zombie zusammen übrigens. Das sieht sehr nach einer Lego-Platte aus. Ist es auch. Okay, wir sehen uns gleich, wenn ich diesen Zombie zusammengebaut habe. Bis gleich. Also, das ist der Zombie zusammengebaut. Ja, Zombie. Wenn ich ganz ehrlich bin, da hätte ich mir ein bisschen mehr von erwartet, von dieser kleinen Figur, weil es hat es, ja gut, eins der beiden Walking Dead Artikel ist und das andere weiß ich immer noch nicht, was ich davon halten soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber naja, ich denke, die Hauptcharaktere, die man hier draus bekommen kann, das ist ja diese eins von den drei. Ja, also wirklich, der Zombie war da wahrscheinlich der schlechteste draus gewesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber im Ganzen oder im Ganzen bin ich eigentlich echt sehr, sehr erfreut über diese Crate. Definitiv gut. Wie gesagt, das T-Shirt will ich sowieso immer anziehen. Also von daher, ja, hat sich das da schon gelohnt. Wie gesagt, für ein gutes T-Shirt bezahle ich allgemein schon 15 bis 20 Euro. Ja, also von daher, T-Shirt lohnt sich auf jeden Fall immer in jeder Box. Das kann man immer anziehen. Die Figur hat mir sehr gefallen, die Deadpool-Figur und Seifenohren, weiß ich noch nicht. Was ich noch rausgefunden habe, dieser Pin hier, dieser Loot-Pin, der unlockt noch etwas, und zwar in einem Mobile-Game, in dem Walking Dead Mobile-Game,
anlockt deinen Charakter. Also muss ich mal reingucken. Ja, gucke ich mir dann später nochmal an. Der geht aber erstmal in die Kiste. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Zuschauen, Leute. Und ja, der Zombie sagt tschüss, ich sah aus, tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in den nächsten Unboxing oder in der nächsten Let's Play Folge. Dann sehen wir uns wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Bis denn und ciao.